Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und eröffne die 127. Plenarsitzung. Zur Tagesordnung ist anzumerken, erledigt sind die Punkte 1 bis 6 und 10 noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Familiennachzug zu subsidiär geschützten Personen, Drucksache 19/5888 aus 19. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 59 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 35 aufgerufen werden. Dem wird nicht widersprochen. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Masterplan Wohnen und Baulandoffensive sorgen für wirkungsvolle und stärkere Unterstützung bei der Schaffung von bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum, Drucksache 19/5989 aus 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 60 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit 47 aufgerufen werden. Das ist so. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden, beginnen mit Tagesordnungspunkt 47. Und damit werden Tagesordnungspunkt 20 und 60 aufgerufen. Dann folgt Tagesordnungspunkt 8. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 35 zusammen mit 59. Heute fehlen entschuldigt Herr Ministerpräsident Volker Bouffier, Herr Staatsminister Axel Wintermeyer und Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ganztägig, Herr Staatsminister Thomas Schäfer ab 12.30 Uhr und Herr Staatsminister Boris Rhein von 12.45 Uhr bis 15.15 Uhr, Herr Staatsminister Grüttner ganztägig und wegen Erkrankungen die Abgeordneten Frank Lorz, Christian Heinz und Angela Dorn. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Haushaltsausschuss in Raum 501a zusammen, sofern der entsprechende Gesetzentwurf vom Plenum überwiesen wird.